YouTube. Heute geht es um den Tabak und eine neue Pfeife. Und zwar geht es heute um dieses gute Stück. Und zwar ist es eine Chris Morgan Bones Pfeife. Der eine oder andere mag sie sicherlich schon mal gesehen haben. Das hier ist so ein, ja, ich weiß es nicht, Saddle Billiard, Lowart. Wahrscheinlich eher Richtung Lowart. Geraucht wird darin dieser gute Tabak, der Marlin Flake von Redface. Ja, warum die Pfeife, warum der Tabak und überhaupt? Ich war in Recklinghausen und zwar bei Tabakhagel und wollte eigentlich aus der Distillery-Serie von Red Trace die Billard haben. Die gab es nicht. Es gab die Sherrywood, also die Standard Poker von Red Trace, aber die Billard war nicht zu finden. Der ganze Laden wurde für mich quasi umgekrempelt, aber da war nichts zu machen. Nichts für mich. Dann in einer der Schubladen fand ich eben dieses gute Stück und habe mir gedacht, die nehme ich. Unbehandelt, so sollte sie auf jeden Fall sein. Und was ich irgendwie ganz süß fand, hier, man sieht es hoffentlich, ja, schon mal durch die Sandstrahlung ist da so eine kleine Ecke weicheres Holz rausgebrochen. Und das fand ich irgendwie ganz charmant. Das gibt der Pfeife ihren Charme. Grundsätzlich die Morgan Pipes kosten gefühlt nichts. Also die hat jetzt 49, 95, 99 Nagel bin ich drauf festgekostet. Also rund 50 Euro. Und bei den Chris Morgan Bones Pfeifen ist es halt so, dass Chris Morgan selber auf seiner Website sagt, Bones Pipes are Pipes, that's it, no fancy stuff. Also kein Shishi, nicht noch hier irgendwas. Es ist handwerklich eine super Pfeife, also auch Übergang vom Mundstück aufs Holz. Es ist alles perfekt gearbeitet, die Bohrungen sind richtig sauber. Das Zugloch sitzt perfekt da, wo es sein soll. Aber es ist eben nicht nochmal, es gibt da nicht nochmal eine weitere Qualitätskontrolle, also mit so einer rausgebrochenen Ecke. Da hätte man dann vielleicht nochmal, eine Pot draus machen können. Oder man hätte sie einfach weggeschmissen in großen Manufakturen. Gehe ich mal davon aus, dass eben so eine kleine rausgebrochene Ecke entsorgt wird, also das ganze Stück Gruyère. Und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, mal zu überlegen, was Pfeifenherstellung, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie viel Gruyère eigentlich in so einer Pfeifenproduktion jedes Jahr verheizt wird. Also es gab immer so einen faulen Film, wo gesagt wird, okay, mit den Resten des Gruyères, mit dem Zuschnitt, heizen wir die Halle, was ja durchaus sinnvoll ist, es ist irgendwie nachhaltig. Aber wenn man dann überlegt, wie viele Jahre, Jahrzehnte dieses Gruyère irgendwie als Wurzelholz in der Erde war und dann wird es irgendwie aussortiert, weil irgendwo eine kleine Macke drin ist, die jetzt hier oben die Raucheigenschaften null beeinflusst, also das stimmt mich nicht. Im Gegenteil, das ist so eine schöne Gebrauchspfeife, die man auch mal irgendwo mit hinnehmen kann, wo es mal ruppiger zur Sache geht. Ich muss hier keine Angst haben, dass ich hier eine Dunhill zerlege irgendwo. Wenn hier eine Ecke oben rausbricht, gut, dann ist es halt so, die raucht sich trotzdem noch hervorragend. Auf der anderen Seite kein Grund, mit seiner Pfeife irgendwie achtlos, sorglos umzugehen. Das würde ich auf keinen Fall tun. Aber ich finde, es ist eine Pfeife mit Charakter. Man sieht es hier, sie dunkelt schon so ein bisschen nach. Vorher war sie eben wie hier, ganz hell und sie wird jetzt langsam, kriegt so eine leichte Patina, was ich bei diesen Pfeifen tatsächlich einfach schön finde. Also je häufiger man sie raucht, je mehr man sie anfasst, desto dunkler wird sie dann. Finde ich auch schön. Und ich finde schön, dass man quasi diesen
ja, Bruyère auch eine Chance gibt, dass du eine gute Pfeife raus hast. Und eine gute Pfeife ist es, die ist sehr gutmütig, lässt sich perfekt rauchen. Was ich vielleicht noch sagen muss, es sieht so aus, als wenn sie eine Filterbohrung hätte, auch wenn man das Mundstück rausnimmt, das ist eine Bohrung da, nur 1 mm. Es passen da aber keine deutschen Filter rein. Deutsche Filter sind einen Tick länger, dann kriegt man das Mundstück nicht ganz drauf, es steht so ein kleines Stück ab. Das sieht merkwürdig aus. Ich nehme das Mundstück jetzt mal nicht ab, weil die Pfeife wärm und warm ist und geholfen doch am Ende sehr filigran gearbeitet ist. Aber der klassische deutsche Filter passt nicht rein. Mir persönlich ist es egal, ich rauche sie einfach ohne. Also, ich habe einige Pfeifen, die ich mit Filter rauche. Es gibt ohne Filterpfeifen. Ich passe das so ein bisschen dem Tabak an, den ich rauche. Also, es gibt Tabake, die schmecken mir besser ohne Filter. Es gibt Tabake, die schmecken mir besser mit Filter. Aber das ist so eine Pfeife, da kann man tatsächlich sagen, wenn man jemanden irgendwo hinnimmt, auf eine Party, Feierlichkeit, was auch immer, man hat vielleicht ja, 1,8 im Turm und zündet sich dann an und kommt da irgendwie mit dem Feuerzeug gegen den Kopf ran, ja, Herrgott, dann ist es so, dann hier ist nichts lackiert, geht keine Beize ab. Also im Worst Case kann man hier tatsächlich noch mit dem Schleifpapier drüber gehen und 2 Wochen später dunkelt sie hier wieder nach und alles ist gut. Und wie gesagt, es macht der Pfeife nichts, es tut der Pfeife nichts, dass sie keine Beize hat. Sie schmeckt hervorragend, sie raucht sich hervorragend. Also, wenn ihr eine günstige Pfeife sucht oder wenn ihr jemandem eine Einstiegspfeife empfehlen wollt, schaut mal auf der Chris Morgan Webseite, einfach Google Chris Morgan Pipes oder Chris Morgan Bones. Da findet ihr die Seite. Preis-Range auf der Website von $39 bis $65, je nachdem, was ihr da haben wollt. Ihr könnt auch einfach blind irgendeine Pfeife bestellen. Ansonsten gibt es einige deutsche Online-Shops, die auch diese Stubby-Pfeifen haben, also die sehr kurzen, diese Nose-Warmer. Das ist jetzt eine ja, normal längliche Lowrat, Schrägstrich, Saddle-Billard. Tolle Pfeife, macht Spaß. Und als nächstes kommen wir mal zu diesem guten Stück. Ebenfalls Tabakhagel in Recklinghausen. Es begab sich also so, dass ich dort an einem Samstagvormittag zu Besuch war. Es war mega viel los. Herr Kagel persönlich beriet mich also, suchte nach der Pfeife. Eine Mitarbeiterin musste auch irgendwie suchen. Ich hatte die Bestellnummer nicht im Kopf, hat aber gesagt, ich habe sie online gesehen und dann ging das Wirrwarr los. Am Ende entschied ich mich dann für die, guckte mich noch länger bei den Tabaken um und 2 Tabake mitgenommen. Und einer davon war eben der Marlin Flake. Ja, zum Marlin Flake. Ich riech mal dran. Und bis ich die Dose hier aufhabe, zeige ich euch mal das Tabaksbild. So, hier ist also das Tabaksbild. Wir sehen hier ja doch etwas dickere Flakescheiben, die ja sehr feucht sind, sehr dunkel und ja, einfach Spaß machen. Lässt sich ja, mit etwas Trocknen sehr gut in die Pfeife einbringen. Kommen wir zum Geruch. Ich habe die Dose offen und es riecht fantastisch. Brotig, Trockenfrüchte und einfach Tabak, also ganz großartig Tabak. Das sind so die ersten 3 Sachen, die mir einfallen. Und ihr habt das Tabaksbild gesehen, richtig schön dunkel. Es ist ein Virginia Black Cavendish und eine ordentliche Portion Perique. Und mein Fazit: Wenn ihr die Deluxe Navy Rolls von Petersen mögt, dann ist es gut. Wenn euch die Petersen Navy Rolls ein bisschen zu flau sind, ein bisschen zu flach, dann kauft euch den Marlin Flake. Das ist so ein bisschen der große, erwachsene, ältere Bruder, der, auch wenn sie nicht aus der gleichen Familie stammen, sagen wir, der erwachsene Ziehsohn
Der Navy Rhodes. Also sattes Perikaroma. Eine leichte Zitronigkeit kann ich festmachen. Das geht aber auch nur, wenn ich die Flakescheiben nicht lange rausgelegt habe. Er kommt ein bisschen feucht daher. Und wenn man ihn dann rausnimmt oder eine Scheibe rausnimmt, um ihn zu rauchen, also eine Scheibe passt perfekt in so einen mittelgroßen Kopf. Mit ganz viel Geduld auch in so eine Dreiergröße von Dunhill. Von der Dunhill-Pfeife. Aber dann ist auch echt, ist der Kopf voll. Und der macht einfach Spaß zu rauchen. Süße von Virginia und von Cavendish. Und natürlich dieses satte Perique-Aroma. Wenn ihr Perique mögt, ich finde, der Marlin Flake ist so auf dem Level von sehr, sehr viel Perique, aber nicht zu viel Perique. Also es dominiert nicht, auch gerade in Kombination mit dem Virginia und dem Cavendish. Ist das irgendwie eine runde Sache? Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Bei manchen Virginia Perique-Mischungen habe ich das Gefühl, es ist irgendwie. Es ist irgendwie ein bisschen wenig Perique drin. Und der Virginia dominiert zu doll. Und hier ist es, ja, es ist perfekt. Der macht richtig Laune, der Tabak. Ja, kommt aus dem Stall von Kola Sankop. Also Qualitätstabak einfach. Und meine Empfehlung ist, probiert ihn. Und wenn ihr Virginia Perique Tabak mögt und einen Black Cavendish nicht abgeneigt seid, aber man muss dazu sagen, ein nicht aromatisierter Black Cavendish, dann ist das ein Tabak für euch. Und ich bin sehr gespannt, denn ich habe noch oder bereits gerade ein zweites Review vor, wofür ich noch ein bisschen Zeit brauche. Und zwar habe ich mir auch bei Kagel in Recklinghausen einen Aromaten gekauft. Und zwar von V&N Oxford Blend. Also ein Virginia Black Cavendish mit schwarzem Tee und Bergamottaroma. Also es stand einfach nur auf dem Infoblatt Earl Grey. Völlig, völlig abgefahren. Dieser Tabak und da gibt es auch noch was zu. Bis dahin rauche ich meine Chris Morgan Bones. Werde sie euch vielleicht in ein paar Wochen, Monaten nochmal zeigen, wie sie sich dann verfärbt hat, eine leichte Patina gebildet hat. Und mir bleibt zu sagen, wenn ihr guten Tabak sucht, Rattrace Marlin Flake ist auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Wenn ihr eben besagte Tabake oder Virginia Perique-Mischungen mögt und die auch gerne kräftiger sein dürften. Also ist jetzt nicht viel Heuig-Grasigkeit dabei, das ist schon ein richtiger Tabak. Kleines Manko vielleicht, es fehlt so ein bisschen eine Tiefe, würde ich, ja, beim Wein würde man vielleicht sagen, es fehlt der Körper. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also es schmeckt sehr gut, aber dann war es es auch. Also zum Beispiel im Vergleich der St. James Flake, da hat man so. Ja, ganz viel Aromen, die da noch mit reinspielen, die das so sehr vollmundig machen. Der Marlin Flake ist auch vollmundig, könnte aber noch ein Tick vollmundiger sein. Das meine ich mit Körper. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und ja, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt eure Pfeife. Bis dahin, euer Christian. Ciao.